Hallo und herzlich willkommen zurück zu Quarfs, einer weiteren Folge hier auf dem Kanal und ja, einer weiteren Folge zu meinem, ja, ich würde es mal behaupten, zu meinem neuen Format. Ich nenne das mal Try, denn damit es nicht zu viel wird, habe ich mir vorgenommen, wenn es ein paar mehr Spiele werden, die ich vielleicht dann eher privat selber spielen möchte, oder halt vielleicht, weil die Spiele zu groß sind und einfach zu viele Folgen dann für YouTube werden, weil das mich dann einfach zu überschlägt, dass ich davon dann eher so kleinere Folgen mache, so ein paar Let's Try-Folgen quasi. So drei Stück oder so, damit man so einen Eindruck vom Spiel bekommt. Ich denke mal, so nach einer Stunde bis anderthalb hat man schon mal so einen guten Eindruck vom Spiel bekommen. Und das machen wir dann auch mal. So, wir müssen auf jeden Fall zurück zur Enklave, nur damit ihr Bescheid wisst, das wollte ich jetzt mal kurz erwähnt haben. So, wir müssen zurück zur Enklave, denn dort ist ja quasi der Kampf ausgebrochen. Und genau. Wir wollen natürlich jetzt Seth, helfen. I'm on my way. Oh, Credits. Nice. Befreie die Enklave. What's your status? Seth? It's bad. The cult's all over us. We weren't ready for this. I'm almost there. But some of us are still out there. The cult's targeting them. Understood. So, gucken wir mal. They don't stand a chance. So, optionale Ziele machen wir mal. Nara, I had a life reading and then I lost it. Copy, okay. I'll get there. Gut. There's someone still alive. Kontakt aufzunehmen. Who's there? This is Gila Shakri. Where is my mom? It's Nara. Uff. I'll protect you, Gila. Nara, I'm scared. Uff, okay. So. Stand down, heretic. Das andere... Oh, oh. Oh nein. No. Oh nein. Target hit. So. Nara? Are you still there? Ja, ich bin da. Help's on the way. Just stay brave, genau, for me. Okay? Okay. Bleiben. So, dann das Harvest-Schiff erreichen. Das wird da hinten sein. Das wollen wir jetzt auch noch helfen. Denn wir unterstützen die Leute. Wir flüchten nicht mehr. Sav, get that kid out fast. I'll send someone. If anyone's still alive. Sub, Lichtantrieb ist offline. Wir müssen also so hinfliegen. Ich gebe mal so Gas. Ich werde mal die Waffe wechseln wieder auf den Laser. Der war ganz cool. We're not fighters. It's just families on board. Uff. Save your breath. They don't care. Nara, they've destroyed my wife's ship, Masika. Stay with me, I'll cover you. Holy shit, Alter, so. Your pain shall cleanse you, heretic, in chorus. Oh. Ich muss in meinem Gas bleiben, damit ich hier nicht gleich drauf gehe. Ich habe nämlich keine Energie mehr. Oh, oh, oh. Wo sind sie? Ich will nicht sterben. Entschuldigung. Hit. Shit, Mann. Uah, wo sind sie denn? Fuck, ich komm nicht dran. Oh, Mann, Mist. Da. Boah, wie spannend das ist, alter Schwede. So, einen haben wir. Ich glaube, der hat Leben dagelassen. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob ich es gesammelt habe. Muss ein bisschen mit der Kampfsteuerung noch klarkommen. Now you die. Oh, das nehme ich mit. Das ist bestimmt Leben. Ja, nice. Wo ist er? So. Action. Oh, da ist, glaube ich, aber noch einer. Javi, you're clear. Nice. But she's gone, Nara. My Masika. Oh nein. I must help the others now. I'll manage.
Uff. Gut. Ab zurück zur Enklave. Oder Enclave. Was wollte ich sagen? Genau, es kann natürlich vielleicht auch mal sein, dass wir vielleicht anstatt nur 3 Folgen vielleicht 4 machen oder 5, weil mir das so gut gefällt, um noch ein bisschen mehr intensiver in das Gameplay reinzukommen und zu gucken. Aber wie gesagt, das kommt immer darauf an, was das Spiel mit einem macht und wie das ist und ob es mir gefällt. Wie gesagt, es ist immer meine persönliche Meinung bei diesen Let's Tries, denn komme ich gleich zu. Prepare barrage. I'll intercept as many as I can. I've got visual contact. All stations, focus your fire in sector 475. On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Fire! Listen and focus. We can do this. We need to get it off the station before their minds are destroyed. Cover me, Sav. I need you. I'm here, Nara. I've got your back. Now, Sav. Kill them all. Huiuiuiui, alter Schwede. So, wie kann ich denn... Okay. My priority, my focus. Dann wollen wir mal. Geht da richtig zur Sache hier, wollte ich sagen. So. Alter Schwede. Aua, oh, wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Ich habe sie aus dem Blick verloren. Da. Damned corrupted turrets. Okay. The Enclave is still firing at us. Into the void. Aber wir müssen die... Was müssen wir denn zerstören? Die Dinger hier? Not now. Haben wir. The totem is down. Really? Good work. Aber ich wollte die Schiffe auch zerstört haben, weil die natürlich nerven. Denn die haben mir nichts verloren. Wo ist er? Nara, more incoming. They're killing us. I know. Ja, bin dabei. Okay. Nara ist da und wird kämpfen an eurer Seite. Wenn ich jetzt die Gegner finde. Da. Sehr schön. Es gibt kein Auto-Zielen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also man muss schon selber zielen. Huch. Too close. Den haben wir. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen hier vorsichtiger sein, denn ich verliere gleich Leben, wenn es so weitergeht. Das ist gar nicht so einfach. Wo sind sie denn? Okay. Wie gesagt, ich muss ein bisschen üben. Das ist gar nicht so easy, wie das aussieht. Da muss man schon Fingerspitzengefühl mit dem Controller beweisen, um hier richtig die Leute zu treffen. Oder die anderen Schiffe.
Okay, den haben wir gut zugesetzt. Den Raven-Zirkel, den sollen wir zerstören. So, wo sind sie? Okay. Uah. Alter Schwede. Na, bleib hier. Genau. So, Leben einsammeln. Ich find's gut, dass sie zwischendurch Leben droppen. Das ist natürlich sehr schön für uns. Okay. Müssen aufpassen. Sonst sind wir gleich am Arsche. So. Da unten fliegt noch einer. Er hat auch ein Schild, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, fuck. Oh, Mist. So, wo sind sie? Na. Mist, nein. Hua. Fuck, 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 fuck. Den haben wir auch. Nice. So. Okay. Na. Komm her, dich krieg. Dich mache ich alle. Ihr werdet nicht die Enklave zerstören. Alter, der hält aber genug aus. Der ist aber fast down. Ja, nice. Sir, Raven neutralized. Ara, they're targeting our life support system. Solid copy. On my way. Okay. Der ist auch fast down. Sehr schön. So, jetzt müssen wir den restlich noch erledigen. Wenn ich sie jetzt finde, da ist nur einer, den haben wir auch. Den haben wir auch, nice. So, nur noch einer, wo ist er, der Letzte? Der kann uns gar nichts. Ja, Mann. Genau. Huch. More psychic totems incoming. Oh, oh. Pull your people at the enclave back, right now. Oh, oh. Got it. Eliminiere den Zirkel, zerstöre den Psychistoten. Okay, wir müssen das große Schiff, glaube ich, erledigen. I'm heading over now to lay down some cover fire. Shoot to kill, okay? Yes. Kill. Fuck, man. Totem deploy. Embrace your inner truth, heretic. No, no. Kann ich das zerstören? Ja. Okay, wo ist das andere Totem? Oh, fuck. Jetzt muss ich gucken, wo das andere ist. Da oben irgendwo. So, let's go. Boah, ist das spannend. Alter Schwede. Zuerst mal gucken. Alter, wir schießen auf mich. Achso, die greifen mich dann an. Die haben das... Oh, fuck. Oh, nein. Uah. Shit. Ah, okay, die machen dann... Oh, okay, alles klar. Uah. Okay, verstehe, die quasi... Die übernehmen dann quasi so ein bisschen alles, die Station und so. That was the final psychic test. Watch out, Raven. Copy, I'll take them down. So, wo ist er? Wo ist er hin? Weg hier! Boah, ich muss weg hier, sonst bin ich gleich down. Puh. Aber uns. Wir laden unser Leben auf, wenn ich das richtig sehe. Fuck. Alter Schwede. Boah, ich gehe richtig mit. Das ist so spannend. Unfassbar. So, erstmal Schild runterballern und dann geht's los. So, einer noch.
Der fliegt da unten rum. Den holen wir uns. So, Schild weggeballert. Ab auf MG. Bevor er jetzt auflädt. Wo ist er hin? Ah, jetzt schon wieder Schild aufgeladen. Verdammt. Mist. Uah, ich darf nicht stehen bleiben. Ich muss weiterfliegen. Das ist gar nicht so einfach hier in dieser Station zu fliegen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist echt eine Herausforderung. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den runtergeschossen kriege. Ja! Komm her! Ja, Mann! Finally. Ihr seid frei, vorerst. Natürlich. That's the last of those damn totems. We're coming back to life. All stations, pick your targets in a close defensive grid. Fire! 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 Hunting the last fighters. Enclave, watch your fire. We defeated the Circle forces, but our work's just started. The dead will have to wait. The day is here. These outer reaches are no longer safe. They will keep coming, again and again, until we're finished, and everyone here is dead, or worse. Frontier people are tough, but we're not trained soldiers. We need you to lead the assault on the Circle, Nara. Nara? I can't. Why? The people need you, Nara. I need you. The Circle needs you, Nara. I need you. Nara? Nara? I must restore my balance. And I need you, my old friend. I need you, my old friend. Sav, I'm heading out. And I respect that. I really do. But I have something to tell you if you have a moment. Klar, natürlich. Heimatschutz, Trophäe erhalten. Befreie die Enklave, abgeschlossen. Cool. So, wir haben die Enklave gerettet, vorerst. Sie werden wieder und wieder kommen, nach der Schlacht um die Enklave. So, begib dich in die Hangarbucht. Können wir mal machen, vielleicht haben wir ja ein paar Credits bekommen, um das Schiff wieder aufzurüsten. Weil ich glaube, das wird nicht einfacher werden. Das machen wir doch direkt, dann können wir nämlich auch mit unserem Kollegen sprechen. So, dann wollen wir mal hier landen. Me. I led them here. I'm responsible for all the deaths. I couldn't just wait for them to destroy our life here. I tried to protect us. I reached out. I offered them a deal. Sav. Das ist ein bisschen schade, dass die Untertitel jetzt weg sind. The cult doesn't make deals. They only follow their sacred doctrines to the very end. I taught them so well. So, wir haben den RD-26AC-Fixer. Fixer schickt einen Schwarm Nanoroboter raus, die jedes Rumpfmaterial auf molekularer Ebene reparieren, innerhalb von 16,67 Millisekunden scannen, die den Schaden und rekonstruieren die Materie des Rumpfes und alle betroffenen Schiffssysteme. Sie erzeugen nahtlose Reparaturen, die neuen Schaden gegenüber ebenso widerstandsfähig wie das ursprüngliche Material sind. Nach Abschluss aller Reparaturen beginnt der Fixer-Nanoroboter zu regenerieren. Das heißt, wir werden automatisch repariert. Verstehe ich das richtig? Oh, so ein Schild. Wir haben 1175. Nächste Stufe plus 25. Das mache ich mal.
kostet 800. Würde ich nehmen. Schild ist immer gut. So. Wir haben jetzt Schild 100, ne? Wenn ich das richtig sehe, Rumpf 800. Rumpffragment kostet 400. Haben wir nicht. Schade. Wäre natürlich auch gut gewesen. Gatling. Kostet 2000. Holy shit. Okay, wir müssen mal ein bisschen, vielleicht ein paar Nebenquests machen. Das wäre, glaube ich, mal ganz gut. Um vielleicht ein paar Credits zu bekommen. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Damit wir unser Schiff mal vielleicht ein bisschen besser aufrüsten können. So. I must head out now, Sav. And I might never see you again. Yes. I'll try to contact Rhee. She knows someone in the Resistance. Maybe they can come. Sehe ich da irgendwo Credits? Goodbye, Sav. Ah ne, Enklave. Entschuldigung. So, der RD erlaubt es, deinen Rumpf in Notfall zu reparieren. Okay, drücke nach unten, um die Drohnen zu aktivieren. Can I still sense my old friend? Okay, geht gerade nicht reparieren. So, Konfrontation mit der Vergangenheit. Begib dich in das Asteroidenversteck, um einen alten Freund zu finden. Okay, das ist wieder eine Hauptquest. Ich würde tatsächlich einmal schauen. Was haben wir denn hier? Beherrschung. Guck mal, Laserkanone Level 2. Da haben wir jetzt... Was haben wir denn? Aktuell ist Level 4. Aufladegeschwindigkeit 4%. Okay, nächstes Level 8%, maximal 20%. Das ist natürlich super. Zerstörer. Zerstört gegnerische Schiffe und Strukturen. 4 verursachten Schaden. Okay. Repariere deinen Schiffsrumpf, wenn du etwas aufsammelst. 20% Reparaturhilfe. Nice. Booster. Beim Boosten zerstörter Gegner. Erlittener Schaden. Beim Boosten minus 3%. Nice. Gut, ich wollte mal eben schnell gucken. Rituale. Was haben wir hier? Fragmente. Haben wir Fragmente? Nein, wir haben keine Fragmente, ne? Okay, da sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Sachen offen. Ich will mal eben kurz gucken bei Missionen. Wir haben ja ein paar Nebenmissionen. Und zwar gibt es hier Credits und Schiff-Upgrade. Das würde ich mal machen. Pilotentraining, Auftrag. Auf meinem Weg zum Sprungtor bemerke ich eine Rennstrecke auf einem Asteroiden. Ich empfange Funksprüche von 2 Schiffen. Einer der Piloten ist ein junges Mädchen namens Jillia, das ich von der Enklave kenne. Sie funkt mich an. Gut, verfolgen wir das mal. Und dann würde ich sagen, dann fliegen wir mal hin und schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich würde mal über die Autobahn vielleicht dahin düsen, was scheinbar da hier sind. Ich finde das cool, dass man hier auch so erkunden kann. Das ist mega. Also wie gesagt, was wollte ich vorhin gesagt haben? Jetzt fällt mir das wieder ein. Aufgabe entdeckt. Was ist das für eine Aufgabe? Der Eindruck vom Spiel, den ich hier bei Try, bei dem neuen Format Try hier auf YouTube bei mir quasi, vermittel den Eindruck, das ist wie gesagt mein persönlicher Eindruck vom Spiel. Denn jeder empfindet Spiele anders, du empfindest Spiele anders wie ich und wie gesagt, wenn mir das gefällt, muss dir das, wie gesagt, noch lange nicht gefallen. Es geht im Prinzip erstmal darum, das Spiel vorzustellen, wie es so ist, was für einen Eindruck es macht, um euch einen kleinen Ersteindruck zu verschaffen und ihr dann vielleicht entscheiden könnt, jo, das könnte was für mich sein oder nicht. Und wie gesagt, ob es dir gefällt im Endeffekt oder nicht, das muss immer noch du alleine entscheiden, denn das kann ich nicht entscheiden. Denn wie gesagt, jeder Geschmack ist verschieden und das ist auch gut so, sonst wäre es ja langweilig, wenn jeder quasi denselben Geschmack hätte. So, wir reden mal mit Turin. You're Turin, the mechanic, right? Chief of Enclave Engineering. Anyway, my boy, he's a real rust. He loves to race and went off without a single word. But after everything that's happened, it's not safe out there right now. Annehmen. Das Kind suchen. Okay, I'll locate him. And his sister. She follows him everywhere. Okay. So she's lost too. I know. It's a... Damn. I'll find them. Just let me know where they are. I marked one of their favorite spots for you. I'll keep searching in the other direction. Okay. Karte öffnen, aktualisiert. Pilotentraining, lalalala. Ist das Hauptmission hier?
Asteroidenversteck, okay, das ist die Hauptmission. Ich frage mich gerade, woran ich jetzt sehe, was er neu markiert hat. Okay, also nur die Fragezeichen kann ich mir angucken, oder? Also Zivilist Turin-Auftrag. Ach, da ist das. Okay, alles klar. Gut, ich würde aber sagen, wir machen erstmal die Nebenquest. Wo war die denn? Ist das die hier? Ja, Pilotentraining. Da wollten wir ja hin. Also gibt es hier zwischendurch auch ein paar Nebenquests, die einfach so auftauchen. Das ist supi. So, ich fliege mal durch die Autobahn. So. Ich muss wieder unbesiegbar werden. Wieder kämpfen und töten. Unsere zweite Stimme im Kopf, die sagt uns immer Dinge. Unfassbar. Sprungtor ist nicht aktiv. Hä, Sprungtor? Wir können springen? Wohin denn? Ist die Frage. Das ist ja der Wahnsinn. Neue Aufgabe entdeckt. Schon wieder eine Aufgabe. Alter Schwede. Hey Nara, it's Dila. You know, from the Enclave. We're gonna race. Come on over. So, ist das jetzt hier die Aufgabe oder ist das da die Aufgabe? Da Pilotentraining. That must be the kids Turin asked me to find. You're all alone. No, my brother's there. We're getting ready for a race. Come and join us. Ach, das sind die, okay, die wir auch finden müssen. Das ist ja praktisch. Okay, let's see. Then come with me. Okay. Ja, I'm coming. Nara? Oder ist das? You're his favorite pilot. Sheila? How about you race him instead? Even better. Okay, was muss ich tun? Na, jetzt bin ich mal gespannt. So, here are the rules. I know you're just a scavenger and not a pro. I mean, racer. Beat his time and don't miss a gate. Okay. That's all. Yeah. Then let's race. Starting the countdown. You better be ready. 3, 2, 1. Go! Toll, ich werde verlieren. Weiß ich jetzt schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann das nicht. Hui! Ah, wie cool, mal so eine Nebenmission nochmal zu sehen, wie die so sind. Aber ich glaube nicht, dass wir das kriegen oder schaffen, weil es wesentlich schneller als große Schiff, habe ich das Gefühl, oder? Oder? Ha, erstmal schön abgedrängt. Wo ist der nächste Checkpoint? Oh, was? Lara, you're so was, 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 was? Hey, she hasn't won yet. Hui! Mind on the race, boy. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh, habe ich verpasst, glaube ich. Ich glaube, ich habe verpasst, oder? Bin mir nicht sicher. Das waren aber auch fiese Kurven. Und ich denke, das wird auch nur eine Runde sein. Aber ich komme näher ran. Also, ich könnte es vielleicht sogar schaffen. Du hast verloren. Oh. Gewinne das Rennen. Was? You're good. Ha, he's always up for another race if you want to try. Ja. Maybe nein, ich will es nochmal versuchen. Wo ist sie denn? Kann ich da nochmal nachfragen? Ich würde es gerne nochmal machen. Fliege das Rennen mit den Kindern. Hey Nara, it's Dila. Hi. You know, from the Enclave. We're gonna race. Come on over. Ja, bin da. Ich bin noch da, oder? Ach nee, da oben. Also müssen wir das gewinnen. Ich probiere das nochmal. Okay, let's see. Then come with me. Jo. Das muss ja machbar sein. Aber ich muss die letzten Kurven kriegen, dann schaffe ich es vielleicht. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals, glaube ich, habe ich das Gefühl. So. So, here are the rules. I know you're just a scavenger and not a pro. I okay. Mean, racer. Beat his time and don't miss a gate. That's alles all. Klar. Hab's verstanden. Okay, yeah. Let's go. Then let's race. Let's race. Starting the countdown. You better be ready. 3, 2, 1, go. So, let's go. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Gewinne das Rennen.
Die eine Kurve muss ich ein bisschen anders bekommen. Habe ich einen Checkpoint jetzt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Checkpoints alle gesammelt habe. Gleich kommen die fiesen Kurven, ne? Muss ich aufpassen. Gleich hier rum um die Ecke. Nara, you're so fast. Hey, she hasn't won yet. Mind on the race, boy. Oder auch nicht. Oder diesmal weiß ich den Weg. Dann geht's ja ein bisschen einfacher. Ich hoffe, ich habe alle Tore gesammelt. Eine Ziellinie. Ich kann sie schon förmlich riechen, die Ziellinie. Ja, ja, ja. Ha, you lost, bro. Pure luck. Come on, Nara, get your prize. Man, so close. But the prize is yours. You're really good. Yeah, any day now, I'll become a real fighter pilot. No, you mustn't. I don't want to lose you. Nara, say something. Are you sure about that, kid? The Enclave needs men like me. Right, Nara? Your family needs you right now. To fight for them. Okay. Another time, but not today. And now, call your father. He's worried. Genau. Why? Everything's under control. Call him. Nara out. Rumpframmen und Credits. Nice. Cool. Schiffreiter zu öffnen. Rumpffragment. Können wir das einbauen? Ausgerüstet. Schiff. Okay. Ach, haben wir jetzt Rumpf dazugekriegt, oder was? Bestimmt, ne? Ach, krass. Okay, nice. Also kriegen wir zwischendurch auch ein paar Sachen. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir machen noch eine Folge. Eine machen wir noch. Und dann, Bleifuß, nice. Und, dann würde ich sagen, dann machen wir nochmal eine Hauptmission. Konfrontation mit der Vergangenheit. Und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt Corvs, hier bei Try und auf meinem Channel. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.